17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Fürst stellt schwere Versäumnisse in der bisherigen Planung des Wiener AKH fest. Morgen Gemeinderatswahlen in Graz. ÖAAB-Generalsekretär Heinzinger erklärt, ÖVP wird bei Wahlsieg die Gesamtsteuerbelastung nicht erhöhen. Vorabsturz von Teilen des Satelliten Kosmos 1402, keinerlei Gefahr für Österreich. Das Wetter morgen vielfach sonnig und tagsüber mild. Was machst du denn für ein Gesicht? Hast du doch gerade gehört. Also der Satellit fällt uns bestimmt nicht auf den Kopf. Naja, hoffentlich den anderen auch nicht. Ja. Ernstl, außerdem, ich will dich nicht drängen, aber es ist nach fünf. Ja. Es ist immer dasselbe. Sag mal, Ernstl, was meinst du damit? Grau. Kein Lichtstrahl. Naja, Kinderl, das hängt doch von der Jahreszeit ab. Nicht nur. Das, weißt du, das ist das Leben in seiner Gesamtheit, nicht? Ah ja? Ja. Es ist fünf vorbei, du hast Nachrichten gehört, du hast Kaffee getrunken. Ich habe auch Kaffee getrunken. Nur Ernst, du hättest ja auch einen Tee haben können. Die Sokol hätte dir liebend gerne einen Tee gemacht. Ja, die Sokol serviert die Jause, wir plaudern. Manchmal streiten wir auch ein bisschen. Ja. Und dann fällt alles wieder in sich zusammen. Ein Luftballon, dem langsam die Luft ausgeht. Eine Zimmerpflanze, die lautlos dahinwelkt. Ein Glas, in dem noch ein Schalrest geblieben ist. Entschuldige. Ernsthaft? Was hast du bitte in letzter Zeit gelesen? Naja, vielleicht habt ihr in eurer Buchhandlung so wahnsinnig viel schwarze Lyrik, dass du davon infiziert bist. Ich bitte dich, das kommt doch nicht von außen, das kommt doch alles von... Von innen drinnen kommt das, aber meine Gefühle sind dir eben fremd. So, die sind mir fremd. Ja. Du, das hast du schon einmal zu mir gesagt. Das ist allerdings schon sehr, sehr lange her. Das muss mindestens 25 Jahre her sein. Ja, da hattest du so eine unglaublich schwierige, weltschmerzliche Phase. Hast du nur schwarze Pullover getragen. Ja. Und dann hast du nur schwarze Zigaretten geraucht. Und dann hast du nur Sartre gelesen. Es war wirklich wahnsinnig komisch. Jösses. Echt? Ja. Den schwarzen Pullover hätten wir ja wieder. Ja, das ist aber nicht mehr dasselbe. Aus dem bin ich rausgewachsen. Ja. Und Sartre lese ich auch noch hin und wieder. Ja? Nur Gott sei Dank die schwarzen Zigaretten habe ich mir abgewöhnt. Ernst? Du bist beneidenswert, wirklich. Alles findest du komisch. Du, immer wieder versuchst du, alles wegzulachen. Ja, aber selbstverständlich. Und ich kann dir nur empfehlen, das ist ein fabelhaftes Mittel. Wirklich. Ja, gut, aber es geht ja auch gar nicht um dich. Nein? Gott sei Dank, da bin ich aber wirklich froh. Also geht's um dich, Ernst? Nein, auch nicht. Auch nicht. Dann kann es nur um die Elfi gehen. Du könntest jetzt sämtliche Familienmitglieder aufzählen, du würdest ja doch nicht draufkommen, was es eigentlich meine. Du, ich glaube, ich bin draufgekommen. Ja? Ja, ganz bestimmt. Die Quellensteuer quälte dich. Nein? Das ist so was Profanes. Also das kann mich jetzt wirklich auch nicht mehr erschüttern. Nein, es ist das Leben. Das ist das das Leben? Soll das wirklich alles sein? Es muss doch noch irgendetwas geschehen. Ich warte darauf, dass noch irgendwas passiert, etwas Außergewöhnliches. Meinetwegen etwas total Verrücktes, aber jedenfalls mehr, als dass die Tür aufgeht und die Sokol kommt herein und sagt, möchten Sie noch einen Kaffee, meine Frau? So! Da sind wir. Josef, grüße Gott. Da sind wir, der Wulli und ich. Das ist fein. Ist das so schwer? Ja. Danke im Übrigen, dass Sie draußen die Tür offen gelassen haben, sonst hätten wir es nämlich noch schwerer getan. Ja. Ich meine, körperlich. Aha.
Weil seelisch geht's uns eh nicht mehr sehr gut. Oh, recht gut. Mies schon. Ja. Naja, der Trennungsschmerz ist doch viel größer, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Naja. Naja, was sein muss, muss sein. Na, was sagen Sie, Herr Lafitte? Ist er nicht eine Schönheit, mein Wurli? Wer? Sagen Sie, was ist denn das überhaupt? Ein Zimmerfahrrad. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben sowas noch nie gesehen. Ja, doch, doch, obwohl es auch nicht zu meinen alltäglichen Begebenheiten gehört. Aber jedenfalls hier im Wohnzimmer ist mir das sehr ungewohnt. Ich bin Ihrer Mutter ja so dankbar, dass sie den Wurli für mich übernimmt. Du übernimmst den Wurli, das Dings da? Nein, ich übernehme ihn nicht, sondern ich verkaufe ihn. Nein, nicht verkaufen. Nein? Frau Sektionschef, doch nicht so materialistisch reden. So. Wir tauschen ihn ein. Also gut. Ja. Und wo tauscht sie ihn denn ein? Ja, na hier. Nein, hier ist er nicht zum Tausch angeboten worden. Nein, das in einer Alternativzeitung. Aha. Na und sag mal, wogegen möchtest du ihn denn tauschen? Hm? Ich überhaupt nicht. Ich will ihn ja gar nicht, Gott behüte. Was, du willst nicht? Nein. Ja, aber warum für... Also ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Also ich muss sagen, langsam fange ich an, wahnsinnig zu werden. Mein Gott, bist du schwerfällig. Ich schnapp über. Bist du schwerfällig? Wir haben ihn zum Tausch angeboten. Ja. Verstehst du? Nein, ich verstehe noch immer nicht, aber ich muss jetzt gehen. Ja, du, das habe ich dir schon vor 10 Minuten gesagt, dass du gehen musst. Also ich bitte dich, geh zu deiner Autorenvorlesung. Hoffentlich wird sie recht traurig sein, damit du nicht aus deiner elegischen Stimmung gerissen wirst. Das wäre doch schade drum. Ich muss was Wichtiges mit dir machen. Entschuldigen Sie doch. Ja. Kommen Sie mal. Ja, bitte. Eine Sekunde. Ja. Verzeihen Sie, einen Augenblick. Was denn? Warte, ich mache ein Licht hier. Was willst du denn? Sag einmal. Hoppla. Wie wirst du mit dem allein fertig? Der spinnt ja. Der spinnt, meinst du? Nein, Mann, das ist doch ein richtiger Spinner. Naja, vielleicht spinnt er, aber weißt du, ich hab eine große Vorliebe für Spinner. Weißt du, deshalb ist mein Leben auch nie grau. Und der schale Rest im Glas und die welkenden Zimmerpflanzen, die überschatten mein Gemüt niemals so wie deines, mein Kind. Den Luftballon hast vergessen. Aber eines möchte ich wissen, was tät der Papa sagen? Ah, das könnte er ganz genau sagen, aber der ist ja nicht da und was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. So, natürlich, und jetzt mach aber, dass du verspielt bist, mein Schatz. Entschuldigen Sie, die kleine Stelle. Papa nicht wohl. Schau, Christian. Ich glaube, er ist nicht so viel Unerwartetes, Ihr Sohn. Naja, also theoretisch schon, aber praktisch nicht. Nein, da ist er, gerät er mehr meinem Mann nach als mir. Das glaube ich. Weil Sie, Frau Sektionschef, Sie, finde ich, sind echt alternativ. Ach, finden Sie das wirklich? Das merkt man ich weiß nicht. Das merkt man nämlich schon daran, dass Sie sich so lieb um den Wurli kümmern. Ja, also auf die Gefahr hin, dass Sie mich jetzt nicht für sehr alternativ halten. Eigentlich mag ich es gar nicht, dass mir dieses Drum da jetzt im Zimmer um und um steht. Aber ja, ist doch hübsch. Finden Sie nicht? Ja, ich habe ihn, damals selbst so mit solchen Stickers beklebt. Da. Mit Stickers? Mit Stickers, aha, ja. Aha, mit Stickers. Und ja, eigentlich wollte ich ja aus dem Wurli damals ein Objekt machen. Ein Objekt? Ja. Ist ja ein Objekt. Ich meine, grammatikalisch gesehen. Ja, ist ein schon. Objekt. Mhm, stimmt schon. Aber ich meine, also. Ein Objekt wäre für mich erst dann gewesen, wenn ich ihn künstlerisch verfremdet hätte. Aha. Ich habe nämlich damals vorgehabt, dass ich da so da quer drüber Leitschienen lege. Und über diese Leitschienen, da rollen dann so Ping-Pong-Bälle runter. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht rosafarben. Wäre vielleicht recht hübsch gewesen. Rosa. Himmelblau. Ja. Na, und wenn die dann runterrollen, da sind dann unten Glocken. Und wenn die an diese Glocken ankommen, ja? Dann macht so in zwei verschiedenen Tönen so Ding-Dong, Ding-Dong. Ja, also ich muss dann ehrlich sagen, ich freue mich, dass es der Wurli sich nicht verändert hat in ein Objekt, sondern dass er ein Zimmerfahrradl geblieben ist, weil dieses Ding-Dong, das wäre mir auf die Nerven gegangen. Ja, aber der Abschied fällt mir heute schon schwer. Aber was, wir sehen uns ja heute Abend wieder, wenn Sie das Ergebnis unserer Tauschaktion abholen. Nein, Frau Fiktionschef, entschuldigen Sie, ich meine eigentlich den Abschied vom Wurli. Ja, sagen Sie, warum geben Sie ihn denn überhaupt her? Naja, das ist bei uns drüben so ein Problem. Sie wissen, unsere Wohnung ist ja lange nicht so groß wie diese. Aha. Na, und die anderen haben schon die ganze Zeit gestänkert. Kein Platz, nicht? Ja, genau, und meckern. Ja, ja, ja,
geärgert. Na, weil irgendwie haben Sie ja recht, weil aus dieser Zeit, aus dieser künstlerischen Periode, als ich den Wurli zu einem Objekt umwandeln wollte, aus der bin ich schon lang heraus. Und ich finde, ich mein, Fahrradfahren im Zimmer ist irgendwie pervers. Weil ich finde, das Fahrrad ist zum Fahren da. Ja. Nämlich fahren von einem Ort zum anderen. Aber wenn man jetzt auf einer Stelle immer so monoton vor sich hintritt und tritt und tritt und tritt und man kommt nicht von der Stelle, ich finde, das frustriert ja mit der Zeit. Haben Sie eigentlich recht. Gehen Sie, kommen Sie runter von dem Rad und setzen wir uns noch ein bisschen hin, ja? Danke. Eine Bitte habe ich ja noch, ja, als Rezeptionschef. Wenn Sie bitte, bitte Acht geben, dass der Wolle wirklich in gute Hände kommt. Ja, also lieber Josef, ich hab da ein Problem mit diesem Tausch. Naja, ganz einfach gegen Gleichwertiges. Sehen Sie, das ist es. Damit habe ich eben Schwierigkeiten. Was heißt Gleichwertiges? Aha, naja, es ist mir jetzt klar, wahrscheinlich tut es Ihnen mittlerweile schon leid, dass Sie sich auf die ganze Sache überhaupt eingelassen haben. Na. Ja, schauen Sie, Frau Sektionschef, das Problem war das. Als ich damals das Inserat aufgeben habe, tausche Zimmerfahrrad gegen Gleichwertiges, Samstag ab 5 Uhr samt der Adresse, damals habe ich von dieser Demonstration, zu der wir heute gehen, noch nichts gewusst. Und die ist wirklich irrsinnig wichtig, weil man muss sich ganz einfach dagegen wehren, dass diese wunderschönen Biedermeierhäuser und Jugendstilhäuser ganz einfach abgerissen werden und irgendwelche hässlichen Betonklötze hingestellt werden. Recht haben Sie. Und da haben wir uns eben zusammengesprochen drüben, dass wir alle gemeinsam eben hingehen. Mhm. Naja, aber dann wären eben heute die Bewerber für den Wurli vor der verschlossenen Tür gestanden. Naja, natürlich. Also ich verstehe das absolut, dass ihr zu der Demonstration gehen müsst. Nur wissen Sie, ich habe halt so wahnsinnig schnell und unüberlegt zugesagt, dass sich das alles in meiner Wohnung abspielen soll. Also nichts. Jetzt habe ich zugesagt und jetzt bleibt es dabei. Ein Versprechen muss man halten. So, jetzt geben Sie mir nur noch einen Tipp. Was ist bitte gleichwertig? Naja, das ist schwer zu sagen. Nein, einen Moment. Das müssen Sie mir ganz genau erklären. Nein, also materiell muss es nicht gleich viel wert sein. Aber ich meine, es soll trotzdem was Nützliches sein. Ja. Also, das kann man jetzt aber auch wieder vom geistigen Standpunkt her sehen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand mit einem Gummibaum kommt. Gummibäume, die mag ich nicht, also das würde ich nie gegen den Wolli eintauschen, die sind hässlich. Aber andererseits mit der Zimmerpalme. Ja? Zimmerpalme, die mag ich, weil die wirken irrsinnig beruhigend auf mich. Ach so. Und da wäre ich damit einverstanden. Aha. Ja, also dann, Frau Sektionschef, in einer Viertelstunde fängt schon die Demo an, ich muss mich noch anziehen. Ich muss raus, Frau Sektionschef, danke vielmals. Bitte schön, und bitte geben Sie Acht, dass er wirklich in gute Hände kommt, der Wolli. Ja. Danke, Wiederschauen. Wiederschauen. Meine Herrschaft. Also, der Franz würde mir was erzählen, wenn der jetzt da wäre. Und recht hat, da muss ich mich auch immer auf solche verzwickten und verrückten Sachen einlassen. Was hat er gesagt? Also keinen Gummibaum, aber eine Zimmerpalme. Meine Herrschaft. Also ich glaube... Ja, Elfi! Hilla, was geht's? Wie geht's dir denn? Danke, gut. Ja, gut, sehr gut. Keine Zimmerpalme? Du redest mit einem Fahrrad? Ja. Wie lang hast du das, Hilla? Ich hab's gar nicht, Elfi. Ich habe es nicht, es steht da. So. Nein, ich meine, es ist jetzt wieder so warm geworden, glaube ich, draußen, gell? Es ist nicht mehr so kalt, es ist dieses ewige Auf und Ab. Das tut eben manchen Menschen nicht gut. Das legt sich auch manchmal ein bisschen... Ich meine, seit wann hast du den Zustand? Du, Elfi, du tust ja so, wie wenn ich verrückt wäre. Nein, du bitte, ich bestimme. Also pass auf. Dieses Zimmerfahrrad, ja? Das ist in einem Inserat, hat man da angegeben, dass es gegen Tausch zu haben ist. Und das haben diese Leute von Vis-a-vis, die jungen Leute in der Wohngemeinschaft, haben dieses Inserat aufgegeben. Und ich helfe ihnen ein bisschen dabei. Ich habe den gerade auf der Straße getroffen, diesen... Ja? Wurli heißt das übrigens. Wurli. So, also den Josef von daneben, den habe ich gedacht. Sag, findest du nicht, dass der ein bisschen selbstverständlich bei euch da aus- und eingeht? Was sagt eigentlich der Franz zu diesem Umgang? Meine liebe Elfi. Also wirklich einer der ganz wenigen Vorteile meines Alters ist, dass ich niemandem Rechenschaft ablegen muss.
Aber dir erzähle ich es gerne. Also der Josef ist ein sehr junger, sehr lieber, vor allem sehr wohlerzogener Mann. Und er kommt hier und da zu mir, um sich einen Rat von mir zu holen. Und er kommt manchmal mit kleinen Aufmerksamkeiten. Also wenn das drum eine kleine Aufmerksamkeit ist, wie schauen dann seine großen Aufmerksamkeiten aus? Elfi, das ist keine Aufmerksamkeit, das ist eine Kommission, verstehst du? Nein, ich erwarte Interessenten und mit denen tausche ich dann irgendetwas ein. Und ich mache das sehr gerne, du brauchst mich gar nicht so anzuschauen. Schau, ich will doch den jungen Leuten da drüben helfen. Elfi, du verstehst das doch. Man muss einander helfen auf der Welt, im Leben. Ich verstehe das ja. Das siehst du. Ich meine, nur... Beschränkt sich deine Hilfsbereitschaft eigentlich nur auf diese Wurli-Interessenten oder ist auch deine Familie eingeschlossen? Sag mal, warum fragst du eigentlich so komisch? Du weißt doch, dass ich immer für jeden von euch jederzeit da bin, wenn ihr mich braucht. Ich brauch was, falls du dich nicht überfordert fühlst. Was brauchst du denn? Hilfe. Aber Elfi, warum sagst du das nicht gleich? Um Gottes Willen, na komm, setz dich hin und lass uns das besprechen. Schütt dein Herz aus. Ja, das ist ja schrecklich. Wollte ich jetzt ja, kommst aber du erst damit du raus. Weißt du, was vom Vorrat besessen? Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Schreien Sie nicht mit mir wie eine Derin. Entschuldigung. Sie entschuldigen Sie noch nicht dauernd. Ich kenne Sie nicht. Es ist mir daher wurscht, was Sie angestellt haben. Ich habe nichts angestellt. Ich bin ganz unbeschuldigt. Das ist aber sehr schön für Sie. Sie, und wenn Sie da jetzt ein wenig zurückgingen, da könnte ich die Türe schließen. Ja, das ist ja völlig, aber ich muss herein. Sie von müssen ist gar keine Rede. Erstens erwarten wir heute niemanden, also zumindest zweitens keinen fremden Gast. Schauen Sie, da drüben gegenüber steht auf dem Zettel hier leiten. Sind dort Leuten dort? Nein, hier, da. Es ist ja wegen dem Inserat. Wir haben kein Inserat aufgegeben. Tausche Zimmerfahrrad gegen Gleichwertigem. Aha. Und das, was Sie da im Zeitungspapier eingewickelt haben, ist also ein Zimmerfahrrad? Nein. Das ist ein Turmfalke. Das ist das Gleichwertige. Ich muss mir im Keller, ohne dass ich es gemerkt habe, fürchterlich den Kopf angehauen. Könnte ich jetzt das Zimmerfahrrad sehen? Sie, Moment, ich muss erst die Knöpfe. Bleibst da, wo sie sind. Ich mach das gleich. Das ist doch kein Grund, dass man so den Kopf hängen lässt. Wirklich, was ist denn? Da draußen ist ein Herr mit einem Vogel, aber... Marant Josef, da steht ja wirklich... Ja, bitte lassen Sie ihn herein. Das wird ein neuer Interessent sein. Sie sollen herein. Ja, natürlich. Auf Ihre Verantwortung. Na, gehen wir. Bitte kommen Sie herein mit dem Fisch. Ah. Morofati, gestatten. Ja. Lafitte. Ja, sehr frei. Sie sind ein Interessent. Ja. Sie kommen auf das Inserat. Ja, ja, bitte schauen Sie. Es ist so. Ich habe eine Erbschaft gemacht, nicht? Von meinem Großonkel. Ein Tierpräparator. Und jetzt weiß ich nicht, wohin mit ihm. Mit wem, bitte? Ja, da, danke, hier. Und sehen Sie? Davon gibt's noch drei. Und vier Eulen und einen Pelikan. Den Pelikan können Sie auch haben, wenn Sie wollen. Den hat der Großonkel sehr gerne gehabt. So. Er ist nur leider erst dann hingefallen und der Fuß ist abgebrochen. Mein Gott, der arme Mann. Sie hat man ihm nicht mehr helfen können. Ich meine, die Medizin ist doch heutzutage weit. Nein, das wäre umsonst gewesen. Der war ja fast 150 Jahre alt. Und dann, sein Schnabel war abgebrochen. Wurscht, da muss ich mir im Keller den Kopf langkommen. Du, ich habe ihn gar nicht mitgenommen, denn der wäre mir unterwegs eh zerfallen. Aber schauen Sie, der Turmfalke, der ist doch was Schönes. Ja, sehr schön. Nur ich glaube, weiß nicht, ob das Richtige ist. Ja. Wissen Sie, es ist nämlich Folgendes. Sie haben recht. Er steht nur herum und jetzt staubig. Ja. Und wenn Sie in der Nacht aufsteht, ja, und dann schaut Sie mit den Glasaugen an, da trifft Sie fast der Schlag. Ja? Aha. Nur sagen Sie, ich glaube nicht, dass es das Richtige ist. Egal, ich hätte nicht gewusst, was ich mit dem Zimmerfahrrad anfangen soll. Nein, hätten Sie nicht gewusst. Ja, warum kommen Sie denn dann überhaupt auf dieses Inserat? Ja, bitte, das war eine momentane Eingebung.
Verkaufen will ich die Vögel vom Großonkel nicht. Nicht? Aha. Das wäre pietätlos. Wieso? Wo sie selbst gestopft hat. Da habe ich mir gedacht, tauschen ist gut. Nicht? Da wirst du so ein Viech, so ein Vogel los und der Großonkel hat seinen Frieden. Ja, schon, das verstehe ich sehr gut. Aber sagen Sie, warum verschenken Sie die Vögel nicht einfach? Verschenken? Na ja. Und das wäre nicht pietätlos. Nein, bestimmt nicht. Also ich bin überzeugt, es gibt sehr viele Leute, die mögen ausgestopfte Sachen. Sie sehen aus, als ob Sie einen Vogel brauchen könnten. Mein Großonkel, der hat immer gesagt, so ein ausgestopfter Hausgenosse, der tröstet ungemein. Man ist zu zweit und doch allein, nicht? Bitte schön, nehmen Sie. Dankeschön. Nein, Sie brauchen mir nicht danken. Ich sehe Ihnen die Freude auch ohne Worte an. Ich habe ein gutes Werk getan, das genügt mir. Der Weg war mir nicht zu weit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. In den Keller gehe ich so schnell nicht mehr. Es könnte ja sein, dass da Gase ausströmen, die Halluzinationen auslösen. Jetzt gerne einmal einen Schnaps mir geben. Du Elfi, ich meine, glaubst du, dass der Josef besonders auf ausgestopfte Vögel aus ist? Nein, so schaut er mir doch eigentlich nicht aus. Was glaubst du? Also ich glaube überhaupt nichts. Mir geht's wie der Frau Sokol. Ich glaube, ich hallunationalisiere. Du, Elfi, du siehst aber wunderbar aus mit diesem Vogel, weißt du, so herrschaftlich mit diesem Falken. Worüber haben wir eigentlich gerade gesprochen? Was war denn das? Über Sorgen, die ich habe mit dem Ernst. Ja. Ein bisschen zerrauft und zerrupft, dieser. Ja, aber könnte sich eigentlich dran gewöhnen. Was meinst du jetzt, den Ernst oder dieses Tier? Ich meine dieses Tier. Also wenn du mich so fragst, beide, von beiden ein bisschen. Entschuldige. Du findest halt alles komisch, oder? Ja, du, das hat mir dein Mann schon vorgeworfen, aber ich find's wirklich komisch. Mit dir redet er ja wenigstens, aber mit mir... Mir ist ja nur mehr stummer Vorwurf. Stimmt. Aber nein. Naja, starrt ins Nornkastel. So. Ja, das hat er bei mir auch gemacht. Ja. Immer leicht beleidigt, immer leicht so, weißt du, in Wolken. Aha, aha. Aber ich weiß, was das ist. Das ist seelische Erpressung. Ja, das ist nur, weil ich diese Stelle angenommen habe. Da glaubt er, weißt du, er glaubt, er kann mich dadurch, kann er mich vollkommen fertig machen, durch dieses Benennen. Hm, weißt du, wie das ansteckend ist? Ich spür's direkt von den Zehenspitzen, es kriecht ja direkt. Es kriecht diese Depression in mich hinein. Nein, Elfi, hab keine Angst. Du bist überhaupt kein Typ für solche Depressionen. Wirklich nicht, ja, Elfi. Ja, eben, da siehst du, was dein lieber Herr Sohn aus mir macht. Mein Gott. Schafft noch mal, Herr Heinz, Sie schauen sich ja nur, Gott sei Dank, andererseits... Rupp ein bisschen die Vasen weg, dass ich das da erstellen kann. Was schlägt man sich denn so? Dankeschön. Ist das sowas? Naja, aber wenigstens sind Sie es. Was war diese gemischte Begrüßung, verehrte Freundin? Naja, ich habe mir ein bisschen gefürcht, wie es gehört hat. Sie fürchten? Was ist denn das Neues? Normalerweise sind doch Sie die Furcht und Schrecken verbreitet. Ja, aber nein. Sie werden doch nicht alt werden, Frau Sokol. Sie, das ist... Andererseits, das könnte ja natürlich so anfangen. Und am Ende ist es auch sogar erblich. Das Altwerden ist erblich. Na ja, warum schon eine interessante Idee? Ich will die Sache wissenschaftlich verfolgen. Das ist nämlich absolut Nobelpreisverdächtig. Sie, da habe ich eine Großtante, die war immer ganz normal. Und dann auf einmal, so wie sie so 60 geworden ist, hat die angefangen zum Spinnen. Die hat Heiratsinserate aufgegeben. Junges, bildhübsches Mädchen sucht Akademiker zwecks Heirat. Sie körperbeweise sind die Zuschriften gekommen. Na und? Hat sie denn geheiratet? Geht sie jetzt spinnen, Sie Arsch. Ah, Herr Schaff, haben Sie da einen schädigen Wild, den Sie da mit sich herumschleppen? Wozu brauchen Sie
denn das nicht? Sie haben ja schon immer so ein bisschen einen Huscher gehabt. Endlich erkenne ich meine alte Sockel wieder. Aber abgesehen von meinem Huscher, den lassen wir jetzt kurz beiseite. Warum fürchten Sie sich, wenn es draußen läutet? Ich habe geglaubt, es kommt wieder jemand mit einem Vogel. Aber Sie haben ja eh keinen. Das ist so ein Kompliment aus Ihrem Mund. Das rührt mich direkt. Sie hören es auf, häkeln Sie mich nicht, weil ich wird da gehäkelt genug. Ich gehe in den Keller mit den Weihnachtsschachteln, die tue ich dort verstanden, weil man darf bei uns keine Schachtel wegschmeißen. Wie man es weg hat, sucht der Herr Sektionschef, der macht einen Wirbel. Mit den Schachteln, da hat der einen Murz drum klamsch, haben Sie das gewusst? Nein, der Herr Sektionschef und ich, wir sind nicht so intim, dass wir unsere Klamsche austauschen. Das geht sich auch wirklich gar nichts an. Bitte. Aber dass ich Ihnen weiter dazu, ich komme vom Keller herauf, da geht das schon los mit 150-jährigen Großonkels und abgebrochenen Schnabel. Sie, das muss doch einen Menschen zum Wahnsinn bringen. Habe ich recht? Absolut. Ja, ich finde, jeder Mensch hat das Recht auf seinen ganz privaten Wahnsinn, Frau Sokol. Aha. Sie, wenn Sie das so sehen, da gebe ich mir noch einen Schnaps. Als Künstler die Gegenwart, die Zukunft, sein Leben, mein Leben. Hallo! Justus, was ist denn? Einen wunderschönen Samstagnachmittag. Justus, Maria! Aber und Damen! Heinz, sagen Sie, was schleppen Sie denn da an? Was ist denn das für ein deprimierender Apparat? Das ist kein deprimierender Apparat, eine kleine Aufmerksamkeit für die Hilda. Küss die Hand, gnädige Frau. Ja. Mit dem Motto, lasst Palmen sprechen. Aha. Und gleich ist ein Stück Süden bei uns im Raum. Säuselnde Winde. Stolze Flamingos, die durch azurblaues Wasser schreiten, der Ruf der Muezzin und herzige Affen, die mit Kokosnüssen jonglieren. Ich bin überwältigt. Penetrant, diese gute Laune. Das ist angewandter Optimismus, liebe Frau Elfi. Hab Sonne im Herzen und so weiter. Küss die Hand. Gib schön's Pfoti, komm. Bitte, wenn mich meine ornithologischen Kenntnisse nicht täuschen, ist das ein Turmfalke und jene pflegen keine Pfoti zu geben. Wenn mich meine botanischen Kenntnisse nicht täuschen, dann ist der Wedel krank. Ja, das würde ein Schwarzseher sagen. Ich hingegen finde, er befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung. Und der Blumentandel hat gesagt, die paar Läuse, die oben sind, die gehen sicher noch weg. Wobei ich das schade finde, weil gerade diese Läuse geben ihm etwas Lebendiges. Nein, nicht, sie sind unmöglich, Heinz. Aber erfrischend. Ja. Sagen Sie, wer raten seit Neuestem mit der Familie? Das ist der Wurli, gefällt Ihnen? Der Wurli, ja, er hat so, ich weiß nur, lebensbejahende Pedale. An dem sollten Sie sich ein Beispiel nehmen, Frau Elfi. Elfi, schau, er will dich doch nur ein bisschen aufheitern, der Heinz. Vorsicht. Was? Der reizt mich, der Mensch reizt mich. Ja, was ist denn? Es ist wieder einer da, ohne Vogel. Aber mit Brille. Ja, das ist arme Frau Sockel. Ist es noch immer nicht besser, oder? Lassen Sie ihn herein. Ich weiß nicht, warum Sie heute so ein spanisches Hofzeremoniell zelebrieren. Was das kenne ich nicht, aber weil das lauter solche Gestalten daherbringt, dann verzichte ich auch darauf. Ich bringe ihn herein. Schwimmen Sie näher. Sportsfreund, wir zwei tauschen also die Elemente. Sie gehen ins Wasser und ich an Land. Ich gehe ins Wasser, ja. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Ich glaube, das von der Sokol ist ansteckend. Ich krieg das auch. Oh Gott, ziemlich hart in den Pedalen, was? Sind wir ein kleiner, fauler Sportsfreund? Haben zu wenig reingetreten, was? Nein, das ist nicht ich. Ich bin der Verhandlungspartner. Wow. Wegen des Tausches, ja. Doch recht gut erhalten. Alle Achtung. Ja, natürlich, wir haben das Rad ja immer sehr gut gepflegt. Ja, nicht nur das Rad ist gepflegt, auch der Taucheranzug. Hier, nehmen Sie ihn, schmeißen Sie sich hinein. Sie werden sich glücklich fühlen. Glaube ich dran. Bitte zwicken Sie mich, Frau Fraunhofer. Nein, ich denke gar nicht Sie dran. Denken, bitte, dann erklären Sie mir wenigstens, wenn Sie die Güte haben, wozu brauchen Sie einen Taucheranzug? Aber ich will ihn ja gar
gar nicht, mein Gott. Was plätschert da an dein Öhrchen? Aber Wasserkameradin in Spree, der ist doch sicher gleichwertig mit diesem lächerlichen Drahtgestell. Ja, das kann schon sein, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das Richtige ist für den Tausch. Ich verstehe, wasserscheu, was? Na, keine Angst, kleine Nixe. Zuerst durchrauschen Sie natürlich im Hallenbad das nasse Element. Bitte, Frau Lafitte, geben Sie mir einen Stesser, damit ich aufwach. Nein, jetzt hören Sie endlich auf, mich zu Handgreiflichkeiten aufzufordern. Nein, also ich muss Ihnen noch einmal sagen, die Sache mit diesem Taucheranzug, das geht nicht. Der junge Mann, der mir dieses Rad in Kommission gegeben hat, hat mir den strikten Auftrag erteilt. Ich darf nur etwas Gebrauchsfähiges und vor allem etwas Gleichwertiges darf ich nur nehmen. Und das ist es nicht. Also gut. Es ist auch nicht nützlich, glaube ich. Oder ich weiß gut, nicht. Gut, in Ordnung. Moment. Was ist denn das für ein Prachtexemplar? So einen ausgestopften Turmfalken habe ich mir schon immer gewünscht. Also den meinen Sie? Ja. Da wissen Sie was, den gebe ich Ihnen. Ja? Unsere Bekanntschaft dauert zwar noch nicht sehr lang, aber ich habe das Gefühl, ich werde mich nicht sehr schwer von dem trennen. Ja? Okay, Puppe. Sie sind Ihren Vogel los und stürzen sich in die Fluten. Hier, so und hier. So, schön. Sie erinnern mich an die Meerjungfrau von Kopenhagen. Starr, stumm, eine Spur verwittert, aber eine Sehenswürdigkeit. Empfehle mich, empfehle mich. Den müssen Sie zu lang eingewackt haben. Da ist ihm das Hirn davon geschwommen. Was mich betrifft, ich gebe mir noch einen Schnaps. Ich meine, ist er weg? Ich meine, war er überhaupt da? Sie sollten ihr Gesicht sehen. Also ich hab seit Monaten ein bisschen zu gelacht. Sag einmal, Elfi, meinst du, dass der Josef ein Tauchertyp ist? Bitte, entschuldigen Sie, aber liebe, ja? Verehrte, gnädige Frau, bitte, wer ist der Josef? Der Josef, mein Gott, der Josef, der ist das ist der große Dünne, den haben Sie sicher schon gesehen, da vis-à-vis von uns, von der Wohngemeinschaft. Herrgott, nochmal, jetzt habe ich das Gefühl, ich bleibe auf diesem depperten Wurli, auf diesem Zimmerfahrrad sitzen. Was muss er aber auch ausgerechnet heute auf die Demonstration gehen? Ich verstehe das. Wer ist der Wurli? Ach nein, nein, der Josef. Ah, der Josef, ja? Mein Gott, ich verstehe das nicht. Der ist auf der Demonstration, der Josef? Der Josef ist auf der Demonstration. Was mache ich denn nur? Was will denn der Josef, der Wurli gehört dem Josef? Der Wurli gehört dem Josef. Aha. Und er will etwas Nützliches dafür haben. Ich verstehe. Aber es ist weder der Tauchanzug, noch ist es der Turmfalke. Ich weiß, und schon gar nicht, ich meine eine Zimmerpalme, nicht wahrscheinlich, eine Zimmerpalme. Was haben Sie jetzt? Schon gar nicht Sie haben gesagt, eine Zimmerpalme. Der Josef, nicht? Nein, eine Zimmerpalme! Aber selbstverständlich, das ist ja meine Rettung! Ja, das haben jetzt immer Zimmerpalmen, haben so was, ja. Seid denn das an sich? Heinz, ja. Wären Sie denn damit einverstanden, dass Sie dafür doch das Zimmerfahrrad nein, nehmen? Nein, keine Zimmerpalme. Bitte, nein, seien Sie, aber jetzt sind Sie nicht nett zu mir. Also, bitte. Nicht mehr so fröhlich. Nicht mehr so fröhlich. Ich habe da das Gefühl, es haut mir jemand mit einem stumpfen Gegenstand eine am Schädel. Sie müssen eben lernen, ein Optimist zu sein. Aber Optimist sein macht ja nur Freude, wenn das Gegenüber traurig ist. Aber bei Ihrer ekelerregenden Fröhlichkeit, was brauche ich denn noch ein Optimist sein? Ja, was ist? Bitte, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe mit meinem anderen, mit meinem schweigsamen Selbst gerungen. Sie haben gerungen? Ja, und mit dem anderen auch. Mit dem anderen auch. Ja. Wer hat denn gewonnen? Das andere. Weil, eine Frau, ich muss, von dem anderen soll ich Ihnen ausrichten, es kränkt sich sehr, nahezu geleidigt dieses, es kränkelt Selbst. Ja, aber warum denn? Weil es ist das so, dass sie kein Vertrauen zu mir haben. Und ich stehe da wie ein Depp, das ist nur so eine, und weiß nicht, was vorgeht. Und das
Das kränkt mich. Wir haben doch unser ganzes Vertrauen, das geben wir doch alles ihm. Früher. Jetzt, bitte schön, jetzt nicht mehr. Jetzt ist das ganze Vertrauen erloschen und das trauert mich bis tief hinein. Und da kann ich, Sie haben Schnackerlknüffel, Ihnen nur sagen, es ist unausstehlich nicht erträglich. Also ich verstehe ja, dass das ganze Durcheinander für Sie eine unglaubliche Belastung war. Irrtümlich, Kneffer, aber die Belastung und so, das bin ich ja alles gewöhnt. Aber dass man mir nicht vertraut, es steht da etwas auf dem schönen Parkettboden, es kommen Leute schwimmen, Großväter rein mit Schnäbel, abgebrochen. Und ich kenne mich nicht aus, wie fühlt sich ein Mensch als Depp herum? Es trauert mich. Ja gut, es trauert Sie, aber schauen Sie, Frau Sokol, ich verspreche Ihnen, dass es nie wieder vorkommen wird. Ehrenwörtlich? Ehrenwörtlich. Es schöllt. Ja, soll ich für Sie aufmachen gehen? Nee, Frau Gard war ehrenwörtlich und inzwischen treten Sie mir wieder in die Seele hinein, weil wenn es schöllt, ist das mein Revier. Ich gehe schon. Na, servus, Geschäft. Die hat ja einen unglaublichen Sitzen. Also jetzt mache ich mir langsam Vorwürfe. Wisst ihr, wie der Josef mir gesagt hat, dass ich so alternativ bin? Da habe ich mich eigentlich geschmeichelt gefühlt. Ich meine, wann kriegt man in meinem Alter schon so ein Kompliment, nicht wahr? Aber wenn mein alternativer Zug die Sockel derartig aus dem Häusl bringt, ich glaube, dann gebe ich ihn lieber auf. Aber bitte, dein alternativer Zug hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja. Warum sind Sie so vermiest? Ich bin nicht vermiest. Ich komme mir vor wie in einem chinesischen Film in Originalfassung mit arabischen Untertiteln. Also ich folge der Handlung nicht. Und das, wie Ihre Perle sagen würde, das trauert mich. Kinder, Moment. Ich weiß nicht, wer ist denn da draußen gekommen? Das ist so seltsam. Still, Frau Sokol! Haben gerufen. Ach, da sind Sie. Sagen Sie, Frau Sokol, wer ist denn gekommen? Wer geschollt hat? Ja, wer? Also, war der Herr Josef von drüben. Na, wo ist er denn? Was weiß ich. Ein Gott, bitte, Frau Sokol. Bitte, ja, ich habe gesagt, geschlossen und habe die Tür zugemacht. Nein, bitte, jetzt lassen Sie ihn herein. Der soll sich sein Fahrrad wieder abholen. Hartnäckig, so dann lasse ich ihn herein. Mein Gott, das ist eine schöne Geschichte. Das ist ein Ballerwatsch. Wie neige ich, was der sagen wird, der Josef. Grüß Gott. Grüß Gott, na, das war eine kurze Demonstration. Ist Ihnen kalt? Es war grauslich kalt, der Wind ist gegangen. Aha. Und da haben wir uns gedacht, wir demonstrieren halt nur kurz. Ja. Aber dafür haben wir so richtig heftig. Aha. Und dann sind wir halt gegangen. Mhm. Oh, warum steht denn der Woli noch immer da? Naja, also ich muss es Ihnen gestehen. Es war zwar hier sehr, sehr viel los, aber diese Tauschgeschichte, die hat meine Fähigkeiten überschritten. Ich hab's nicht geschafft. Hat ihn gerne haben wollen? Eigentlich nicht, nein. Nein, das wäre es ja nicht, aber die Frau Sektionschef hat, es war eigentlich kein Bewerber, der für würdig befunden worden wäre. Sie hat ja direkt eine Liebe zu diesem Wurli entwickelt. Wirklich? Also so eine, warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt, Frau Sektionschef? Ich schenke Ihnen den Wurli von Herzen gerne, ich besuche ihn vielleicht, wenn ich darf, aber zwischendurch einmal. Nein, um Gottes Willen, nur nicht. Ich meine, danke vielmals. Sag mal, Elfi, was redest du? Naja. Dieser Wurli, ich meine, was haben Sie sich denn für den Wurli vorgestellt? Naja, ich habe mich jetzt eigentlich seelisch darauf eingestellt gehabt, dass ich vielleicht eine Zimmerpalme kriege dafür. Weil nämlich Zimmerpalmen, habe ich Ihnen ja gesagt, die beruhigen mich nämlich sehr. Naja, das ist nämlich so, die Japaner zum Beispiel, die meditieren am besten, wenn sie sich einen Baum versichern und den Baum anschauen. Mhm. Naja, aber Baum kann ich mir ja bei mir drüben in meinem Zimmer kann reinstellen. Das kann man nicht. Ja, da habe ich mir gedacht, vielleicht eben Zimmerpalme, aber. Jö, da steht ja Zimmerpalme. Ja, da steht eine Zimmerpalme, ernst. Eine Zimmerpalme steht da? Ich denke überhaupt. Was soll ich die Zimmerpalme soll ich eintauschen gegen den Wurli? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist doch grauenhaft, jeden Tag in der Früh macht man auf der Zimmerfahrt. Das hat so was Forderndes, so hopp auf Marsch, arbeiten, ich finde ja, so ein Zimmerfahrrad ist ja nicht unähnlich einer Ehefrau. Es ist auch dieses hopp, arbeite, streng dich an,
Uwas Schwitz. Nein, ich habe ja nicht deshalb. Ich meine, die Ehe bis jetzt erfolgreich vermieden, damit ich mir dann so eine Kraxen, wenn Sie entschuldigen, ins Zimmer hineinstelle. Ne? Also, wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn Sie direkt ein innerliches Halleluja jubelt in mir, dass die Niki Sie nicht geheiratet hat. Sie haben ja Aggressionen. Aber im Gegenteil. Das direkt Glücksgefühle steigen in mir auf. Ich meine nicht Zifferhef, ich meine den Bernder. Windeck ist mein Name. Brunnbrack. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Aber ich meine, wie kann man seine eigenen Unzulänglichkeiten auf eine unschuldige Sache projizieren? Auf eine unschuldige Sache, so wie den Wurli. Ich meine, der Wurli ist das anspruchsloseste, das friedfertigste Ding auf der ganzen Welt. Bitte, lieber Herr Rumpler, bevor Sie mir jetzt in Tränen ausbrechen wegen Ihrem Wurli und einen Nervenzusammenbruch kriegen, mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Man, die liebe Frau Lafitte, nichts dagegen. Ja. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen die Zimmerlinde. Ja, nehmen Sie sie hinüber, meditieren Sie, projizieren Sie in sie hinein, was Sie wollen. Machen Sie mit ihr, was Sie wollen. Nur eine Bitte, gießen Sie es jeden dritten Tag. Ja, im Ernst? Ja, da glauben Sie, ich scherze bei so hochgeistigen Angelegenheiten. Ja, danke. Na, ich meine, da nehme ich natürlich jetzt die Unzulänglichkeiten wieder zurück. Das ist lieb. Na, irgendwie, na, gleich sieht man es zwar nicht, aber irgendwie haben Sie doch einen ideellen Zug. Ja, hab ich. Man muss nur ein bisschen kratzen. Da braucht man aber einen Caterpillar dazu. Wissen Sie was? Sie haben recht. Geben ist seliger denn nehmen. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen den Tauchanzug. Hm? Nein, das ist zu viel, liebe Frau Elfi, das kann ich nicht annehmen. Ja, ich weiß, aber Sie haben heute meinen großzügigen Tag. Ja, aber das geht doch nicht. Ich kann da nicht. Also, wem soll ich ihn denn schenken? Dem Ernsti? Der nimmt es wörtlich in seinem Zustand und geht ins Wasser. Nein, ja. Das soll er nicht. Kinder, einen Moment. Ihr macht da Tauschhandel auf meinem Buckel. Und was ist denn jetzt eigentlich mit dem Wurli? Ihr könnt mir doch das Rad nicht da lassen. Natürlich, den Wurli kriegt ja Sektionschef. Aber freilich mit einem guten Telefon. Ja. Hallo. Ach, Franz, ja, grüß dich, Franz. Na, wie geht's dir denn mit deinem Markentausch? Gut, geht's dir so? Ja, mir geht's auch sehr. Du, Franz, ich habe eine ganz große Überraschung für dich. Ja, ich habe eine Überraschung für dich, nämlich ich habe dir ein Zimmerfahrrad besorgt. Zimmerfahrrad. Sag mal, hörst du schlecht? Warum sagst du eigentlich immer, du verstehst Zimmerfahrrad? Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Warum bist du es eigentlich so grantig? Du, das ist sehr wichtig, so ein Zimmerfahrrad, mein Lieber. Das ist für die Gesundheit sehr wichtig. Schrei nicht so. Ein jeder Mensch hat das Recht, dass er gesund lebt. Jawohl. Was? Dir reicht so? Also, mein Lieber, wenn du so unliebenswürdig auf mein Geschenk reagierst, dann reicht's mir auch. Servus. Grantscherben. Grantiger. Hörst du, es gibt Fakten, Frau Sokol, ich bitte Sie. Aber hört sich nicht, Frau. Es geht mir doch prächtig. Überhaupt, jetzt hätte ich die Geschichte von dem Wurli, was das hätten Sie mir gleich erzählen können, nicht? Jetzt ist er mir ja so sympathisch. Ich war in meiner Jugend eine hervorragende Radlfahrerin. Wie in St. Pölten war überhaupt keine Angelegenheit für mich. So, fallen Sie mir nur ja nicht runter von dem Rad. Aber das ist eine geübte Radfahrerin, die Frau Sokol. Ich wäre ja dafür, ich meine, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich meine, nachdem sie ja schon so hängt an dem Radl, warum schenken wir nicht der Frau Sokol das Radl? Das ist eine Idee, ist das eine fabelhafte Idee? Kann ich nicht annehmen. Das können Sie, ich bin ungeheuer dankbar. Und was glauben Sie, wie dankbar erst mein Mann Ihnen sein wird? Schon überlebt. Er kann mir Jetzt drehen Sie es um, wir machen die Tür auf und Sie, liebe Frau Sokol, Radeln haben. Ja. Der will doch nicht stoßen, wir bringen den Hahn. Den Hahn bringen? Ich habe einen wunderbaren Vorschlag. Sie werden erste Klasse, während der Wurli und Sie nach Kadran gebracht. Der Wurli angegurtet am Beifahrersitz und Sie im Kofferraum. So, aber steigen Sie bitte Schatz, runter, weil zu zweit schleppen wir nämlich den Wurli nicht drum. Kommen Sie Wurli lieber herunter. Bitte, liebe Frau Sokol, meine Damen, auf Wiedersehen. Ja, alles Gute für Sie und für den Wurli. Wiederschauen.
Manchmal hat der Heinz direkt menschliche Züge. Naja, ich habe ja immer gesagt, das ist ein netter Mensch. Ich weiß nicht, ich habe ihn gern. Es tut mir leid, ich habe ihn gern. Er ist unkonventionell, er ist chaotisch, er ist irgendwie, also sehr, sehr hilfsbereit und außerdem völlig unzuverlässig. Dann hat er sehr viel Humor, also mit einem Wort. Mit einem Wort, kein Schwiegersohn. Na, kein Schwiegersohn. Naja, ich habe das Gefühl, du müsstest jetzt sehr glücklich sein, dass der kein Schwiegersohn und deine Nicke nur befreundet sind. Und weißt du, was ich dich im Verdacht habe? No. Ich habe dich im Verdacht, dass du dich ärgerst, geärgert hast, weil die verlobt waren und jetzt ärgerst du dich, weil sie nicht mehr verlobt sind. Habe ich recht? Falsch. Weißt du, man gewöhnt sich nur so an solche schlechte Charakterzüge. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn wir, ihr ja, mich schon so gewöhnt an den Heinz, dass wenn mir die Nicke einen anderen bringt, muss ich mir jetzt wieder umgewöhnen. Schau, das macht nichts, man muss sich die ganze Zeit im Leben umgewöhnen. Schau, zum Beispiel ich mit meinem alternativen Zug. Ja, der Franz wird sich auch.